So, und weil wir schon dabei sind und in nicht mal 2 Tagen das Add-on zu StarCraft 2 rauskommt, jetzt noch eine kurze Info-Episode hier. Und zwar erstens, momentan am Wochenende laufen noch 5. bis 9. März, ihr seht, die Intel Extreme Masters in Deutschland auf der CeBIT. Könnt ihr euch den Livestream anschauen. Einfach in StarCraft 2 einloggen und auf der Hauptseite wird er direkt verlinkt. Und noch dazu will ich herzeigen, was ich gemacht habe also zwischen den Episoden, die ich aufgenommen habe. Und zwar habe ich alle Erfolge für die StarCraft 2 Wings of Liberty Kampagne freigespielt. Also hier alles. Sogar die Lost Viking Missionen, also die Lost Viking Punktzahlen, die man erreichen muss bei der komischen Arcade-Maschine in der Schiffsmesse. Das ist ein kleines Flugzeugspiel. Das ist aber eigentlich nicht das, was ich herzeigen will, sondern ich habe da nämlich schon was vorbereitet. Seit heute kann man auf der StarCraft 2 Homepage nicht nur einiges über Heart of the Swarm erfahren, das könnt ihr euch alles selber durchlesen, es ist nichts wirklich Neues dabei. Was aber jetzt seit heute neu ist, man erfährt einiges über die Kampagne selbst, und zwar wie man Kerrigan und die Zerg weiterentwickeln kann. Bei Kerrigan ist das so, das funktioniert so ähnlich wie das Forschungslabor in StarCraft 2 Wings of Liberty. Das heißt, es gibt Bonusziele in jeder Mission. Und wenn man die Bonusziele quasi erfüllt, dann steigt Kerrigans Level. Das sieht man hier. So also Level 0 bis 70 gibt es da. Und je höher man im Level kommt, desto mehr Fähigkeiten kann man sich aussuchen. Und zwar diese hier. Ab Stufe 5 kann man sich zwei, also man kann sich immer nur eine der beiden, beziehungsweise zwei von den vier aussuchen. Das heißt, man kann entweder nur das linke oder das rechte nehmen. Und ich werde kurz einige herzeigen, kurz mit der Maus drüber fahren, erklären, und könnt dann genauso wie bei dem zweiten Ding, was ich herzeigen will, in den Kommentaren oder per PN schreiben, was ihr denn gerne sehen wollt. Und zwar, auf Stufe 5 kann man sich bei Kerrigan entscheiden, ob man kinetische Welle oder heroische Stärke nimmt. Kinetische Welle, gibt es hier ein kleines Video dazu, ist einfach nur Schaden auf eine Einheit. 300 Schaden ist gar nicht so wenig. Let's get this over with. Genau. Während heroische Stärke einfach nur bedeutet mehr Trefferpunkte und dass ihre Trefferpunkte-Regeneration erhöht ist. Ich persönlich hätte ja die kinetische Welle genommen für die Kampagne, aber wenn ihr unbedingt heroische Stärke sehen wollt, was ich mir nicht wirklich vorstellen kann, könnt ihr mir natürlich schreiben. Genauso bei zerquetschender Griff und Kettenreaktion, wobei da weiß ich noch gar nicht genau, welches ich nehmen soll. Sehen beide ziemlich cool aus. Also bei zerquetschender Griff, das ist so eine AE-Betäubung, also eine Flächenbetäubung. Die noch dazu Schaden auf den Einheiten macht, während Kettenreaktion ist etwas Ähnliches, also die muss man nicht direkt auslösen. Die geht quasi von alleine. Just die. Tja, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, welches der beiden das ich nehmen soll. Ich wäre eigentlich für Kettenreaktionen, weil das wahrscheinlich nützlicher sein wird. Wobei Zergeschner Griff auch nicht so schlecht ist. So, dann haben wir noch herzuzeigen, ab Stufe 10 Zergling Wiedergeburt. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr komische Fähigkeit, weil es werden alle 30 Sekunden bis zu 10 Zerglinge erschaffen, die vorher gestorben sind. Das heißt, du musst Zerglinge bauen. Also bis zu 10 Zerglinge, die kann man zum Gegner schicken, die sterben. Und dann innerhalb von 30 Sekunden, oder alle 30 Sekunden werden dann 10 Zerglinge geboren. Ne? Und dadurch müssen sie dann wieder sterben, bevor sie das nächste Mal wiedergeboren werden können. Sonst könnte man unendlich viele Zerglinge erschaffen. Aber aussehen tut das dann ungefähr so irgendwie. Also ich habe das Video ist leider nicht so allzu gut zum Herzeigen, aber schauen wir mal. Also hier haben wir die Zerglinge, die Basis der Rotas angreifen, die sterben hier. Und dann im Hauptgebäude der Zerg gibt es hier ein Ei, das explodiert, und da kommen die Zerglinge raus. Also, tja, ich weiß nicht. Naja, wir werden sehen. Es ist zwar wahrscheinlich auf Stufe 10 der Skill, den ich eher nehmen würde, weil der zweite Skill ist nämlich verbessert die Overlords. Das heißt, da kann man Overlords aus einer Larve direkt erschaffen, ohne dass sie zuerst wachsen müssen. Und sie haben do nicht doppelt so viel, sondern 50% mehr Versorgung. Also das heißt, ich glaube normalerweise ein Overlord gibt 8 Versorgung, das heißt, der müsste dann pro Overlord 12 Versorgung geben. Ja.
Es ist ungefähr so wie das Supply Depot bei den Terranern, dass man quasi aus dem Orbit runterfallen lassen kann. Instant Supply halt, also Instant Versorgung. Deswegen würde ich eher die Zerglinge nehmen, weil das im Kampf doch wichtiger sein wird wahrscheinlich. So, ab Stufe 20 gibt es dann wilde Mutation. Sehr cool. Und zwar kann Kerrigan das in einem Zielbereich wirken und dort alle Zergeinheiten erhalten 200 Trefferpunkte dazu. Das ist vor allem für Zerglinge irrsinnig viel, weil Zerglinge normalerweise gar nichts aushalten. Und die Angriffsgeschwindigkeit wird auf 100% erhöht. Ist ja auch bei Zerglingen, die schnell angreifen können, sehr arg. Der andere Skill, den ich aber eigentlich vorziehen würde, ist Bärslinge erschaffen mit Kerrigan. Die kann einfach mit ihrer psionischen Energie sechs Bärslinge in ihrer Umgebung erschaffen. Die haben zwar nur begrenzte Lebenszeit, aber dadurch, dass Bärslinge sowieso dafür da sind, um in Gegner reinzulaufen und da zu sterben, wäre das für mich, glaube ich, eher besser. Also das sind beide sehr gute Fähigkeiten. Ich wäre aber trotzdem für die Bärslinge eher. Ab Stufe 35 gibt es dann Zwillingsdrohnen. Das heißt, mit einer Larve kann man quasi. Man baut eine Drohne und es kommen statt einer Drohne zwei raus. Also, das wird Zwillinge halten. Und dann gibt es aber auch einen bösartigen Kriecher. Das heißt, dass man auf dem eigenen Kriecher, den Creep, die komische lilane Flüssigkeit, die überall bei den Zergbasen rumliegt, 30% schneller angreifen kann. Ich weiß jetzt leider nicht, ob das mit den 100% hier additiv ist, aber hoffentlich. Und außerdem verbreitet sich der Kriecher schneller, wenn man neue Kriechertumore erschafft. Also, ich weiß noch nicht genau, welches da besser ist. Wahrscheinlich ist Zwillingsdrohne etwas besser, weil man sonst sehr viel Versorgung braucht, um die Mineralien und Gas abzubauen. Und so, ja, bekommt man ja zwei Drohnen quasi für eine Versorgung. Naja. Dann gibt es noch ab Stufe 50 die Brütling-Infektion. Das heißt, jedes Mal, wenn Kerrigan einen Gegner angreift und der Gegner dann innerhalb von kurzer Zeit stirbt, kommen zwei so kleine Zerg-Brütlinge raus. Ist jetzt nicht so toll. Also ich würde eher die Raserei nehmen. Jedes Mal, wenn Kerrigan einen Angriff erfolgreich landet, bekommt sie plus 15% Angriffsgeschwindigkeit und das stapelt sich viermal bis. Moment mal kurz. 30. 40, 60, 5-mal, Entschuldigung, 5-mal bis 5, plus 55%, was dann schon sehr schnell ist. Also ich wäre hier für Raserei. Und dann gibt es noch auf Stufe 60, leider kann ich da Apokalypse noch nicht herzeigen, ich dürfte mit der Story zusammenhängen, weswegen sie es hier noch nicht verlinkt haben. Auf jeden Fall ist das zweite ein Leviathan erschaffen. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen wie ein Kreuzer der Terraner. Fliegt rum und hat begrenzte Lebenszeit, macht aber viel Schaden auf Luft- und Bodeneinheiten. Also je nachdem, welche Skills ihr euch am besten gefallen, könnt ihr mir entweder das Kommentar auf das Video schreiben oder auch PNs. Ich weiß nicht, ob ich dann alle beantworten kann. Werdet ihr sehen. Aber das ist noch nicht alles, was ihr euch aussuchen könnt oder was ich mir mit euch aussuchen kann. Und zwar gibt es bei den Zerg auch noch eine sogenannte Evolutionskurve. Man muss den Browser das größer machen. Und zwar kann man da zweierlei Sachen mutieren an Zergs. Und zwar erstens sind das nicht permanente Mutationen. Die werde ich dann je nach Mission entsprechend anpassen. Das heißt, man kann Zerglinge mit gehärteten Panzern ausstatten, das heißt, die halten mehr aus. Adrenalinsättigung, wo sie dann einfach schneller angreifen, oder Metabolismusschub, wo sie schneller sich bewegen können. Das gibt es für die vier Einheiten, also für die Bärslinge, für Schaben und für Hydralisken genauso. Wobei Hydralisken-Raserei sich sehr toll anhört. Aber die kann man quasi für jede Mission separat neu setzen, also die sind nicht permanent. Permanent ist hingegen sehr wohl die eigentliche Evolution der Einheiten. Und zwar einen Zergling kann ich auf einer bestimmten Mission, ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert, wir werden es dann sehen im eigentlichen Spiel, in eine von zwei Spezialversionen quasi weiterentwickeln. Und zwar entweder kann der Zergling zu einem Raptor-Zergling werden, das heißt, er bekommt so Flügel und kann so Klippen raufspringen, ist aber sonst dann ein ganz normaler Zergling. Oder ich kann Schwarmlinge machen, wo dann statt aus einem Ei statt zwei Zerglinge drei rauskommen. Zumindest ist das, was ich so verstanden habe. Man sieht es hier im Screenshot ungefähr. Zumindest ist das, wie ich es momentan interpretiere. Da könnt ihr mir ruhig schreiben, welche ihr gern sehen würdet. Und die nehme ich dann halt. Also ich kann mit beiden viel anfangen.
welches dann wird, werde ich dann eh sehen. Das gleiche gibt es für, oder nicht, sowas ähnliches gibt es auch für Berstlinge, und zwar den kann man in entweder in Splitter oder Jägerlinge umgestalten. Und zwar Splitterlinge machen folgendes, die explodieren und teilen sich dann beim Explodieren noch in kleinere Einheiten auf. Ich weiß nicht, ob das auch Berstlinge sind, ich glaube zwar nicht, das werden solche Brütlinge sein, aber auf jeden Fall explodiert der Berstling nicht und es ist alles weg, sondern es kommen dann zusätzliche Einheiten quasi aus dem Berstling heraus. Während der Jägerling, der Schaden des Jägerlings, der Bereich ändert sich nicht, aber der Schaden des Jägerlings bleibt gleich, allerdings kann er dann quasi so hüpfen, aus Reichweite 6, was schon ziemlich weit ist. Also, wir dürfen nicht vergessen, ein Belagerungspanzer hat Reichweite 9, zwei Drittel davon kann der Berstling dann quasi hüpfen. Ich nehme an, das geht ziemlich schnell und man kann ihn, während er hüpft, nicht angreifen. Das heißt, von den beiden sind wieder, wie gesagt, beide sehr gut. Also ich kann mit beiden einiges anfangen und es lässt sich sicher einiges Lustiges daraus bauen in der Mission. Kann ich auch aussuchen. Und als letztes kann man noch die Schabe entwickeln, und zwar in eine Schlupfschabe. Und das ist, glaube ich, so wie bei Kerrigan, das heißt, wenn die Schabe Gegner angreift dann, und die Gegner sterben dann, schlüpfen aus dem Gegner so, wissen Sie, Schablinge. Ja, was auch immer das ist. Zumindest glaube ich, das funktioniert das so. Die finde ich jetzt gar nicht mal so interessant. Also ich finde eher die Säureschabe besser. Die kann nämlich Gegner kämpfen. Was ich mir darunter vorstelle, ist, dass die Säure einfach den Panzer der Gegner erodiert und somit größere Einheiten mit Schaben deutlich schneller zerstört werden können. Beziehungsweise man braucht nicht so viele Schaben, sondern man hat ein, zwei Schaben mit, die quasi den Gegner irgendwie die Panzerung zermürben, und der Rest macht einfach Schaden drauf. Also wahrscheinlich Hydralisken oder Mutalisken oder je nachdem halt. Das könnt ihr euch alles aussuchen. Wie gesagt, schreibt mir am besten als Antwort aufs Video oder als Pain, was ihr von den Fähigkeiten sehen wollt. Und das werde ich dann in der Kampagne zum größten Teil wahrscheinlich berücksichtigen. Ich weiß nicht, es kommt natürlich immer dann auch darauf an, wie die Kampagnenmissionen dann genau gebaut sind. Also vielleicht braucht man für eine Mission dann auf jeden Fall irgendwelche Arten von Evolutionen oder bestimmte Skills von Kerrigan, damit man sie überhaupt halbwegs schnell über die Runden bringt. Oder eben auch nicht, ich weiß es nicht, deswegen. Wir werden das alles sehen, wenn wir dann Heart of the Swarm spielen, und zwar in ungefähr, also ich werde anfangen Dienstag früh gleich, und das erste Video sollte also Dienstag zwischen 8 Uhr am Vormittag oder 9 Uhr am Vormittag kommen. Ich habe mir extra Urlaub genommen, also ich hoffe, das funktioniert dann alles ganz gut. Und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich die Internet Extreme Masters schauen, würde ich euch sehr empfehlen. Es wird Heart of the Swarm gespielt dort, es sind lustige Spieler, sehr gute Spieler auch dort, und bis am Dienstag würde ich sagen.